Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game Online. Zurück zu einer neuen Folge. Lange ist es her und wir befinden uns im Standardformat. Also nicht in diesem Basic-Format, wo man mit diesen vorgefertigten Decks spielt, sondern in dem Format, wo man mit den einfachen, selbstgebauten Decks spielt. Und dass wir wieder hier drin sind, hat den Grund, ich habe mir ein neues Deck gemacht. Ist jetzt nicht unbedingt das stärkste Deck der Welt, wie man es von mir kennt. Aber, naja. Es geht. So ein bisschen. Und sowohl ich als auch mein Gegner haben dasselbe Problem. Wir ziehen nichts Anständiges. Das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus, ja. Ja, würde ich unterstreichen. Würde ich unterschreiben, meine ich. So. Also am liebsten würde ich ja ein Pokémon, also ich glaube, ich spiele gerade, meine Güte, ich muss erstmal wieder reden lernen. Ich glaube, ich spiele jetzt erstmal Sneebel, damit das erstmal vor sich hin sterben kann. Und dann spiele ich Senior Junior. So, dann noch ein Sneebel. Oh Gott, nein, bitte nicht. Okay, da müssen wir jetzt gleich mal nachgucken, wie wir das machen. Der holt sich jetzt gleich höchstwahrscheinlich wieder ein Lucario EX, oder? Na komm, lass mich raten. Ich schätze mal, der wollte sich ein Lucario EX holen, aber es ist, glaube ich, bei den Preiskarten. Naja. So, mal kurz, was muss. Also, ist ja. Ist ja schon ein ganz nettes Pokémon. Kann man ja nicht abstreiten. Und, Sneebel bekommt ja eh doppelten Schaden, also wird's eh sterben. Ich weiß jetzt nicht, wollen wir dann sofort auf Yveltal gehen oder lassen? Wobei wir müssen. Yveltal macht den meisten Schaden und Lavitar als aber auch Sneebel können wir nicht in den Kampf schicken, weil die werden einfach sofort weggepustet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Alter. Wartet der jetzt die Zeit ab, bis ich dran bin, oder? Danke. Ninja-Junge könnten wir spielen. Aber ich weiß nicht, wodurch. Also ich weiß nicht, durch welches Pokémon ich es ersetzen möchte. Deswegen, also... Spielt jetzt wieder, Bolte. Willst du deine Hand ausdünnen oder so? So, ich glaube, der will seine Hand ausdünnen und dann Lucario. Sein Spindelschlag. Ja, gut. Wirst du aber auch eh nur eine Karte nachziehen. Also, es ist jetzt auch nicht so die Welt. Aber es ist besser als diese Karte. Wobei sie ja jetzt auch gar nicht so schlecht ist, sondern eher einfach nur Spiel am Platz ist. So, dann boxen wir jetzt mal Sneebel weg. Der hat jetzt garantiert noch genug Energie. Dann würde ich sagen, ja, würde ich sagen, wir schicken jetzt noch unser zweites Sneebel in den Rennen. Dann hat unser Yveltal genug Zeit. Lavita. Holen wir uns einen Pupita. Wäre natürlich Despotar. Entwickeln wir dich weiter. Dann holen wir uns noch mehr Energie.
Dann lassen wir dieses Pokémon ebenfalls sterben. Mal kurz, was war nochmal da? Wenn es einer Pokémon zu entwickeln. So, wir haben hier 0. Okay. Dann würde ich vorschlagen, entwickeln wir das Despotar noch nicht weiter, sondern wir lassen den jetzt erstmal ein paar Preiskarten nehmen. Das Problem ist jetzt einfach nur, wie schon gesagt, das Lucario wird jetzt uns höchstwahrscheinlich ziemlich einheizen. Macht eine Äther. Eine Energie dran anlegen. Warum willst du noch eine Energie an ihn anlegen? Das verstehe ich jetzt nicht. Oder hast du etwa ein Mega Lucario? Oh, bitte nicht. Es gibt doch schon. Ja, doch, es gibt Mega Lucario in dem Spiel. Es gibt Mega Lucario. Glaube ich. Bin jetzt da gerade nicht so sicher, aber ich glaube, ich bin mir doch relativ. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein Mega-Lucario in dem Spiel gibt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass er es nicht hat, weil es wäre mir einfach doch zu unangenehm. Spiel doch lieber noch ein Pokémon EX, dann kann ich nämlich mit Pechschwarzer Speer noch weiter reinboxen. Läuft nicht an. Hast du die verklickt oder so? Was wird das? Das war eine komische Runde. Hat er mir jetzt einfach den Sieg gegönnt oder was? Dann würde ich sagen, ciao, bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen.